mein Name ist Carsten Stahl. Was ist denn? Heute sind wir auf der Autobahn. Wir werden dafür sorgen, dass Geschwindigkeiten eingehalten werden. Und werden dafür sorgen, dass sich an das Gesetz gehalten wird. Wir werden Zugriff betreiben, wir werden Ganoven jagen und wir werden die Straßen wieder für uns zurückerobern. Da verstehe ich mir meinen Namen. Mein Name ist Carlo Kuscheiße. Nicht Carsten Stahl, das war jetzt einfach nur. Aber ihr wisst schon. Wir gehen rein und ich bin gespannt. Den finde ich ganz gut. Schön, dass man mich nicht vergessen hat. Wie könnten wir? Dein letzter Tag im Dienst hat sich allen schmerzhaft ins Gedächtnis gebrannt. Ja, geht mir nicht anders. Manche von uns hätten nicht gedacht, dass du nach dem Unfall noch wiederkommst. So, willkommen auf der Autobahn. Wechsel zur Uniform. Willkommen auf der Autobahn. Okay. Gut. Umziehen. Wir sind jetzt auch einfach reingeworfen worden, ne? Hey, Partner! Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Reden wir später nochmal. Hey, was geht? Müssen wir wirklich... Warum ist er denn jetzt so? Na gut. Ja, dann gehen wir jetzt hier rein. Moin. Guten Morgen, Chef. Oh, da sind Sie ja wieder. Willkommen zurück. Ich will den Rasern das Handwerk legen. Ja, Mann. Das kann ich zwar verstehen, aber nicht erlauben. Ich bitte Sie. Sie haben noch nicht genug Erfahrung, um es mit den Verantwortlichen aufzunehmen. Da muss ich dem Chef zustimmen. Das ist ein ganzer Ring von Verbrechern. Bei deinem jetzigen Rang hättest du keine Chance. Womit soll ich dann anfangen? Ich habe vorhin eine Meldung über ein gestohlenes Fahrzeug einbekommen. Das wäre ein guter Einstieg. Moin, Sportler. Kannst du mal eben rüberkommen? Oh, nee, ich habe keine Zeit, Agathe. Boah, geil, wir haben ein BMW. Wir haben es eilig. Abfahrt! Und jetzt konzentrier dich. Wir müssen den gestohlenen... Okay. Also warum ist das so wie GTA? Warum ist das so wie GTA einfach? Verkehrskontrolle. Willst du jemanden anhalten, musst du auf derselben Spur wie derjenige fahren. Öffne dann das Aktionsmenü mit Tab am Fahrer... Wie wär's mit dem Blauen da? Das passt zur Beschreibung, die uns die Zentrale gegeben hat. Ja, anhalten! Sofort anhalten! Stopp! Genau. Stopp. Moin. Örtliche Polizei. Hallo? Ja, warte mal. Wir steigen nur ein. Ja, fahren Sie mal ein Stück weiter. Hey! Fahr mal rechts rein, du Dödel! Dokumente bitte mal. Ich würde gern Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere sehen. Ja, Enrico Müller. Das passt auch. Sieht alles in Ordnung aus. Ich will einmal nach Drogen gucken. Haben Sie Drogen oder andere Rauschmittel konsumiert? Nein, so ein Unsinn. Noch weiter. 0 Promille. Sehr gut. Die Kontrolle ist beendet. Gute Fahrt. Alle Einsatzfahrzeuge. Oh. Der gestohlene Wagen wurde gesichtet. Ja. Das muss unserer sein. Den kriegen wir. Over. Gib mal Gas. Ach, jetzt darf ich? Ja, du darfst. Vollgas, volle Pumpe. Hey, siehst du den Wagen da vorne? Ja. Genau den suchen wir. Ja. Ich häng mich dran. Ich fick den weg. So. Scheiße. Natürlich haut er ab. Lass ihn jetzt bloß nicht entkommen. Fahr vor ihn, damit du ihm den Weg abschneiden kannst. Stopp, Polizei! Okay, er ist angehalten. Ich nehme Sie wegen versuchter Flucht und Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer fest. Ja. Geil. Alter, voll der Bauarbeiter, voll der Bob, der Baumeister. Wir haben den Autodieb mitsamt dem gestohlenen Wagen erwischt. Wir bringen ihn zur Wache, aber das Auto muss abgeschleppt werden. Für deinen ersten Tag hast du einen ganz passablen Job gemacht. Das klingt ja fast wie ein Kompliment. War auch eins. Dann bringen wir unseren neuen Freund mal zur Wache. Hier im Grün. Wir sind die Polizei. Ich finde, als Polizist darf man halt auch immer über Rot fahren. Wir haben hier auch keine Zeit. Wir müssen uns nicht immer an alles halten. Ich meine, wer will uns den Strafzettel geben? Autobahn-Polizeisimulator 3. Amena. Und wie geht's jetzt weiter? Jetzt fahren wir Streife. Reifenwerbung. Spider. I think I spy. Da steht wirklich I think I spider auf dem Plakat. Moin. Wenn es wieder um die Kurven geht, der legt sich richtig in die Kurve rein. So. Ach, das sind jetzt hier die Aufgaben, Oma. Kühe. Gefahr durch Tiere. Ab ins Auto. Wagen 1 hört. Es kam eine Meldung wegen freilaufender Tiere auf der Autobahn rein. Was war das? Ein beschädigtes Auto musst du reparieren. Fahre dazu zu einer Tankstelle mit Garage. Fahre in die Garage, um dein Auto zu reparieren. Es kostet dich nichts. Während einer aktuellen Mission kann ich nicht reparieren. Junge, was ist, wenn mein Auto gleich kaputt geht? Ich habe inzwischen genauere Informationen.
Informationen für euch. Laut Melder macht eine Kuhherde die Straße unsicher. Das scheinen nicht gerade wenige Kühe zu sein. Verstanden. Also die Übergänge in die Sequenzen. Es passiert nichts. Was wird das denn? Kannst du nicht fahren oder was? Mensch, pass doch auf, das ist gefährlich. Nur so eine Olle, die für die Autobahn viel zu langsam fährt. Hey, ich wollte noch sagen, dass... Alarm! Sicherung der Unfallstelle. Öffne den Kofferraum deines Wagens mit F und nimm den Leitkegel heraus. So, ich nehme jetzt hier... Also warum wird in dem einen, in dem Beschreibungstext immer gesagt Leitkegel und dann ist es auf einmal ein Hütchen oder so? So. So, hier ist jetzt erstmal Feierabend. Du bist ja eine Schöne. So ruhig und so besonnen. Du bleibst schön in einem Stück. Niemand schneidet sich irgendetwas von dir ab. Also, hä? Einen noch. Dann halt hier. Hey. Booty. Wabben. Also einen Kuharsch soll ich nicht. Wutsch. Sobald du alle Fotos hast, kannst du den Unfall in einer Skizze rekonstruieren. Reifen ablegen. Ich kann nichts greifen. Es geht nicht. Ich bin verwirrt. Ach so, Fahrzeug. Oh mein Gott, ist das scheiße. Hä? Ich check's nicht. Ich check's gar nicht, Alter. Was will das Spiel von mir? Ist das scheiße. Das ist so scheiße. Oh mein Gott, ist das scheiße. Ist das kacke. Das bringt ja gar nichts auch. So. Guten Tag, was ist hier passiert? Der Kerl da vorne ist passiert. Wir werden den genauen Ablauf ermitteln. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Das ist der dritte Teil. Das ist der dritte Teil. Ich hab's eilig, bin auf dem Weg zu einem wichtigen Meeting. Und dann steht plötzlich dieses Viech vor mir. Sie sind also wegen der Kühe verunfallt. Kühe tauchen nicht einfach urplötzlich aus dem Nichts auf. Wir stellen Ihnen ein paar Fragen. Ich bin nicht aggressiv gefahren. Die Sache gefällt mir nicht. Aus dem bekommen wir jetzt allerdings nichts mehr heraus. Wenn er nochmal auf der Wache verhört wird, erzählt er hoffentlich dann die ganze Geschichte. Die Tiere gehören einer gewissen Janina Neudorf. Die Wache hat sie kontaktiert. Sie dürfte jeden Moment hier eintreffen. In Ordnung. So. Betreibe die Kühe zur Weide. Hey, piss dich. So, in die Richtung. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Zeit. Lauf jetzt! Come on! Schneller! Bewegt dein S! Oh mein Gott. GG, Alter. Ohne meinen Besen fasse ich das nicht an. Ohne meinen Besen fasse ich das nicht an. Ist das eine Frechheit? Ein guter Feger. Keiner hilft mir, ne? Ist das freudig. Ich muss alles alleine machen. Ich organisiere nämlich auch gern kleine Treffen in der Freizeit. Ich frage Stefan schon seit einer ganzen Weile, ob er nicht mal mitmachen will. Aber er lehnt immer ab. Ich bin einfach beschäftigt. Sie hat kleine Treffen gesagt. So viel Zeit kannst du doch sicher mal erübrigen. Mal sehen. Das ist immerhin schon mehr, als ich aus ihm rausgekriegt habe. Also, ich muss dann mal wieder. Man sieht sich. Es ist so cringe. Dieses ganze Konstrukt, was hier gerade gezeigt ist, ist so cringe. Wer sagt denn bitte kleine Treffen? Was ist denn ein kleines Treffen? Organisiert sie einen Dreier? Ich schneid's nicht. Naja. Naja. Wir sind dran. Wir haben hier noch zu tun. Wir haben hier noch zu tun. Wir kümmern uns schon. Wir sind dran. Okay, ich spüre, wie mir die Gehirnzellen aus den Ohren triefen. Ja, es ist schon harter Tobak, ne? Wer übernimmt einen Auffahrunfall? Wir nehmen den, wir nehmen Wagen den. Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Alarm! Da sind wir ja schon. Aha. Oh, das sieht bitter aus. Das wird teuer. Oh, hier ist noch irgendwas auf dem Boden. Das könnte noch mal wichtig sein. Hä? Na, was haben wir denn da? Das nehme ich mal als Beweisstück mit. Okay. Bearbeite die Unfallskizze. So. Und Wrackteile waren daneben.
Perfekt. Auf der Straße sind Bremsspuren, die belegen, dass sie zu schnell unterwegs gewesen sind. Dann war ich eben ein bisschen schneller, na und? Bei hohem Verkehrsaufkommen kann es zu Unfällen führen, wenn man zu sehr aufs Gas tritt. Da war überhaupt nichts los. Sie gefährden sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer, wenn sie ihre Warnweste außerhalb ihres Wagens an der Autobahn nicht tragen. Aber ich trage meine Weste doch. Nein. Die Farbe muss mich wohl so sehr geblendet haben, dass ich ihre Warnweste nicht sehen konnte. Ist Ihnen noch etwas anderes aufgefallen? Ist Ihnen noch etwas anderes aufgefallen? Was? Beste Reihenfolge nicht eingehalten worden, richtig aufgehört, aber kein Geständnis. Okay. Aber irgendwie, das Spiel ist so weird. Es wird mir zu viel gelabert. Leitstelle für Wagen 15, bitte kommen. Leitstelle hört. Wir haben auf dem Seitenstreifen der A47 bei Kilometer 102 eine äußerst aufgebrachte Dame angetroffen. Sie beschwert sich, dass ihr weißer Sportwagen von einem Güllefahrzeug beschmutzt wurde, als sie an den Feldern vorbeigefahren ist. Das Fahrzeug ist allerdings weit und breit nicht zu sehen. Und der Wagen sieht eher aus, als wäre er ein paar Wochen lang nicht gewaschen worden. Das klingt ja, als wollte sie sich die Fahrt durch die Waschstraße von jemand anderem bezahlen lassen. Falls an ihrem Wagen bleibende Schäden entstanden sind, soll sie sich bei der örtlichen Polizei melden. Junge, das ist kein Knuddelchat. Hört auf, da so voll rumzulabern. Boah, das wird mich richtig abfacken. Moin. Na, das gefällt dir wohl. Boah, sowas würde mich richtig aufregen, ne? Wenn ich meinen Hund irgendwo hätte und dann kommen irgendwelche Fremden und touchen meinen Hund an. Komm ich jetzt zurückgeportet? Ein Donut würde mir reichen. Kommt sofort. Vielen Dank. Bis bald. Okay, wir machen noch eine Story-Mission. So. Oh, ich habe schon wieder zwei Aufgaben. Ne, die Q haben wir schon gemacht. Kleiner Unfall. Ja, ja. Genau. Na, was haben wir denn da? Das nehme ich mal als Beweisstück mit. Achso, ich muss wieder die Hütchen aufstellen. Irgendwie ist es jetzt noch schlechter als vorher. So. Aha. Alkohol? Na, das Zeug ist ja nicht ohne. Wissen Sie, wem die gehört? Ich, Aha. Keine Ahnung. Die hat was zu verbergen. Gehen Sie einen Moment in sich. Ich bin sicher. Was das jetzt? In Ordnung. Ist Ihnen noch etwas anderes aufgefallen? Waren Sie eventuell beim Fahren nicht ganz bei der Sache und unkonzentriert? Ich, Aber muss ich die jetzt nicht bestrafen? Also die Fahrerin des hinteren Autos hatte etwas in der Hand. Da bin ich mir ganz sicher. Oder warten Sie, nein. Wenn ich so drüber nachdenke, dann war es die Fahrerin des vorderen Fahrzeugs. Ja, genau, so war das. Ah, jetzt mal Butter bei die Fische. Du hast doch gesoffen. Die andere Fahrerin gab an, dass sie unberechenbar und in Schlangenlinien gefahren wären. Wirklich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Woran könnte das denn liegen? An das dem Alkohol! Das wollte ich Sie eigentlich fragen. Könnte das hier möglicherweise die Ursache sein? Jackie! Da bist du ja, mein guter Freund! Wie viel Promille hat die? Ich sag, die hat 1,3. 1,3 hat die. Länger. Stopp! 1,04! Alkoholisiert Auto zu fahren ist eine Gefährdung für Sie selbst und alle anderen Verkehrsteilnehmer. Ich habe alles, was ich brauche. Vielen Dank. Das war's erstmal. So entspannt würde das alles niemals ablaufen, ne? Das ist ja auch wieder der Hammer. Geil. Stark. Kurze Zeit später. So, die Hütchen sind jetzt nämlich eingepackt. Die ist jetzt einfach weg, oder was? Das hat 30 Euro gekostet. Das Spiel hat 30 Euro gekostet. Oh Mist, ich will noch nicht sterben. Okay. Ich will noch nicht sterben. Anhaltende Bastard. Jetzt hält er an. Ich nehme Sie wegen versuchter Flucht und Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer fest. So, da klicken die Handschellen. Yeah. Was ist denn? Bist du jetzt noch mitnehmen? Oh ja, ich muss ja wegen die Verhaftete zur Station weggeknastet. Aber es ist jetzt schon irgendwie auch so ein bisschen eintönig, muss ich sagen. So, abführen. Down. Yeah, high five. Hey, Partner. Was gibt's? Magst du eigentlich Tiere? Sicher. Und nein, wir holen uns keine Kuh. Wie kommst du darauf, dass ich das jetzt vorschlagen wollte? Nur so ein Gefühl. Du tust gerade so, als hätte ich nur dumme Ideen. Ist es nicht oft auch so? Nein. Du bist nur einfach nicht offen genug dafür. Du willst damit also sagen, es liegt nicht an dir, sondern an mir? Machst du gerade irgendwie mit mir Schluss? Wenn das nur so einfach wäre.
Ja, das ist Autobahn-Polizeisimulator 3. Ne, tolles Spiel.